Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video und es geht heute um neue Körbe, tolle neue Körbe, wunderschöne und es geht nicht um das Ei des Kolumbus, sondern es geht um ein schönes Ei, wie man das in dem Korb dekoriert und da habe ich wieder ein paar nette Ideen und für eure Osterdeko zu Hause, das kommt jetzt im Video. Ja, wie ihr wisst, liebe ich diese schönen, festen, ja, diese tolle Flechtung. Ich klopfe ja gern mal drauf rum. Ich sage jetzt toll deswegen, weil die ist so wetterfest. Ja, das ist so eine, die sind so robust und das heißt, die vermodern auch nicht so schnell, sondern die sind sehr, sehr, sehr langlebig. Und was jetzt ganz neu ist, und da habe ich gedacht, boah, das muss ich euch mal zeigen. Das ist jetzt also dieses schöne Dreier-Korb-Set. Ja, das sind ja oft Zweier oder Dreier. Und da gibt es jetzt auch nicht nur den großen, sondern auch hier die mittlere Größe und in klein. Und die kann man dann also so schön an diesem Seil auch aufhängen. Und ich würde, wenn ich was bepflanze, würde ich eine Drainage reinmachen auf jeden Fall. Und dann kann man das so, früher hatte man ja Makramee-Ampeln, heutzutage hat man vielleicht einen schönen Flechtkorb hängen und den unteren Stellen und den nächsten vielleicht so auf einem Baumstamm und den dritten dann irgendwie dazu hängen. Ja, da kann man ja die Höhe variieren. Ist also ein richtig schönes Trio, egal wie man diese Körbe füllt. Ich habe im letzten Video auch gezeigt, wie man den Hasen schön in so einen Korb reinsetzt. Optional lässt sich natürlich dieser Hase auch ganz toll in so einen Korb reinsetzen. Und auch der könnte theoretisch natürlich auch hängen. Ja, der lässt sich auch da unten reinsetzen. Also da kann man gestalterisch, kann man so viel machen. Und das ist jetzt also auch ganz neu, hatte ich selber noch nie. Und habe ich gedacht, muss ich unbedingt fürs nächste Video nehmen. Ich nehme jetzt für das Video heute, weil es geht ja um das Ei. So, jetzt tue ich mal die anderen Körbe erstmal weg. Nee, die stehen da nicht. So, erstmal hier rüber. Und jetzt geht es heute eigentlich erstmal um den kleinen Korb, weil ich da das Ei gerne reinsetzen wollte. Und da habe ich mir natürlich eine schöne Deko ausgedacht, weil das ist jetzt auch was, finde ich, was man auch schön zum Hängen machen könnte. Und damit dieses Ei, so ist es natürlich schon, ja, es ist hübsch, aber ich finde, so, Zettel drehe ich nach hinten, sorry. Das ist jetzt hübsch, aber ist mir natürlich wieder nicht hübsch genug, ja, weil ich mag immer gern, wenn da so eine schöne Naturdeko noch dabei ist. Und da habe ich mir auch ein bisschen was ausgedacht. Das heißt, ich stelle das Ei. Optional ginge natürlich auch ein Straußenei. Ja, ist auch schön. Ich finde aber jetzt das größere Ei, finde ich eigentlich ein bisschen besser. Und man kann das Ei auch schön reinlegen. Das ist immer die Frage, ob man ein Ei stellt oder legt. Also ich habe eine Kollegin, die hat Hühner. Und die sagt immer, in der Natur steht kein einziges Ei. Und wenn wir dann ein Ei stellen, dann sagt die immer, das stimmt nicht. Ein Ei liegt immer im Nest. Ich finde, sie hat recht. Stimmt. Und deswegen, wenn wir Eier stellen, dann findet die das immer ziemlich blöd. Und dann, ja, die sitzt mir dann quasi so im Ohr, weil es gibt gewisse Sachen, die widersprechen der Natur, weil kein Mensch hat von einem Huhn eigentlich mal gesehen, dass ein Ei im Nest steht. Das war, oder? Naja, aber gut. Das als kleiner Ausflug. Ich habe wieder so eine richtig schöne Weide geholt. Weide sollte man jetzt auch bald schneiden, weil die fängt jetzt an auszutreiben. Und wenn die austreibt, dann muss man natürlich diese ganzen Blättchen, ja, diese kleinen Triebe, muss man dann alle einzeln abmachen. Und das ist leider ein bisschen Arbeit, das nervt so ein bisschen. Und ich hätte jetzt auch ein schönes Kränzchen, möchte ich gern machen. Ich nehme die Weide einfach, teile sie in zwei Stränge. Halte mit der linken Hand den einen Strang schön fest und fange einfach an zu wickeln und verdrehe einfach nur die zwei Hälften der Weide. Wenn man keine Hand mehr hat, dann nimmt man einfach den Anfang zwischen die Knie und kann noch schön einfach weiter wickeln, wickeln, wickeln. Ja, ganz einfach.
gibt immer ein paar längere, ein paar kürzere Stücke. Dann nimmt man wieder das Ende und ich überlege natürlich auch, welchen Durchmesser ich möchte. Das soll auf jeden Fall in den Korb schön reinpassen. Das heißt also nicht zu den Durchmesser nicht zu weit wählen. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man sich selber nicht auspeitscht mit den Enden. Das habe ich auch gerade kurz gemacht. Ja, die Weide schwingt natürlich schön. So, und wenn die jetzt so schön frisch geschnitten ist, und falls du nicht dazu kommst, sie sofort zu verarbeiten, dann lager sie bitte draußen, weil sobald sie fest ist, wird sie brüchig und dann lässt sie sich natürlich nicht mehr so schön verschlingen. Ja, dann ist vorbei mit Schlingen. Und dieser frische Zustand, den gilt es auf jeden Fall zu erhalten. So, jetzt kurze Anprobe in meinem Korb. Ich liebe solche Materialien. Herrlich. Und es passt genau rein. Und um das Ganze zu fixieren, also zum einen, wenn so ein festes Stück hier absteht, dann kann man das ruhig mal abschneiden. Und zum Fixieren habe ich jetzt einen sehr schönen Basteldraht ausgesucht, einen goldenen, weil ich wollte jetzt nicht mit so einem, was jetzt für mich ein Stilbruch wäre, wäre diesen Kranz mit so einem grünen Draht abzuwickeln. Ja, ich wollte lieber einen schönen goldenen, denn das sieht auch schöner aus. So, ich muss auch immer den Korb mal wegtun, dass man das gut sieht. Und das ist also so richtig edel, ja, weil ein schöner Draht ist einfach eine edle Deko. Den Anfang vom Draht schneide ich einfach ab. Und was ich jetzt mache, ich gehe mit dem Draht nochmal so kurz drüber. Und dann sind etwaige Enden, die auch rausstehen von dem Kränzchen. Ja, diese kleinen, die werden jetzt einfach mit reingewickelt. Falls du gern so ein Kränzchen in Grün machen möchtest, bietet sich natürlich auch immer, das kann ich auch mal zeigen, kann man sowas zum Beispiel mit Heidelbeere, kann man auch dazu machen, ja, wenn man sagt, oh, das ist einem jetzt nicht lebendig genug. Heidelbeere ist auch ein sehr schönes und sehr haltbares Material und sieht auch immer toll aus. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, in diesem schönen Senfton zu bleiben. So, und durch den Draht, ich nehme wieder einen Finger, gehe wieder gegen die Richtung, aus der der Draht kam, habe eine Schlaufe dadurch und dann kann ich einfach den Draht verdrehen und dann ist der auch schon fest. Schneide das Ganze ab, weil ich habe das ja miteinander verdreht. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an in dem Körbchen. Das ist auch schön, der Ring hat jetzt natürlich genau so einen Durchmesser, dass der in dem Innendurchmesser von dem Korb quasi fixiert ist. Jetzt gucken wir uns das mal an mit dem Ei. Wenn wir das hier reinsetzen, muss immer die Seile ein bisschen zur Seite nehmen. Super, das hält jetzt natürlich ganz genau. Das Ei sitzt jetzt ganz genau. Oh, genau. Scheiße. Ich muss es anders machen. So, Schaden macht auch manchmal klug. Also, mir ist der Ring nach unten abgehauen, als ich das Ei reingemacht habe. Und ich habe jetzt, um das Ganze zu unterfüttern, habe ich einen Papierring, ja, reingemacht. Und jetzt testen wir mal mit dem großen Ei, und könnten es da so reinsetzen. Ja, also, aber ich glaube, ich mache es doch nochmal anders. Wir nehmen jetzt lieber das Straußenei. Und da komme ich jetzt nochmal auf das Thema Heidelbeere zurück. Manchmal entscheide ich ja auch im Video, ja. Man fragt sich ja mal, wie man zu den ganzen Ideen kommt. Ihr fragt das auch. Das ist ganz einfach. Manchmal überlege ich was, probiere es aus und
Heidelbeere kann man also so schön brechen. Und dann komme ich doch wieder auf eine ganz andere Idee. Genauso ist es auch heute mal wieder. Aber das macht ja nichts. So, und ich habe beschlossen, dass ich doch meinem Straußenei einfach noch mal eine grüne Begleitung gebe und dieses Ei hier reinsetze. Die Heidelbeere kann man ruhig noch ein bisschen mehr kürzen, dass die nicht ganz so struppig aussieht. Das ist mir dann doch jetzt etwas zu unordentlich. So. Und um das Ganze noch etwas österlich zu dekorieren, ja, ich finde, ja, es gibt noch so einen frischen Look. Und um das Ganze noch österlich zu dekorieren, fehlen eigentlich noch ein paar Federn, die jetzt aber auch gar nicht festgeklebt sein müssen. Ein paar Federn. Ich liebe Perlhuhnfedern, weil die diesen natürlichen Charakter unterstreichen. Ich habe zuvor auch darüber nachgedacht, ob ich passend zu der Weide Orange nehme. Ja, kann man auch rein kombinieren. Aber ich würde dann einfach nur so ein paar Federn reinlegen, reinstecken. Und viel mehr würde ich tatsächlich gar nicht machen. Und es dabei auch belassen, weil das ist jetzt genügend Farbe, genügend Österliches. Und damit ist der Korb und das Ei, die sind eigentlich schon wunderschön dekoriert. Und es ist jetzt eine ganz, ganz simple Idee, ganz einfach, ganz leicht umzusetzen. Wenn man will, dass die Federn nicht weg vom Wind wegblasen und wenn die fest sitzen, dann kann man die entweder mit einem kleinen Tupser, Heißkleber, oder auch wenn man sie fixieren will auf so einem Kranz mit ein bisschen Sprühkleber, kann man die natürlich sehr schön fixieren. Und ich denke, mit Kränzchen ist die Größe von Ei besser als so ein Glasei. Gefällt mir besser. Und es ist auch schön, dass das helle Ei zu dem Grau von dem Korb sieht auch sehr, sehr schön aus. Also, das war jetzt die Entstehung der Idee im Video. Und ich glaube, das ist auch mal, wie es im wahren Leben ist. Ich freue mich, dass ihr dabei wart bei dem Video. Und ja, ich denke, da wäre für jeden was dabei, wenn man jetzt hier Frühlingsblühe reinpflanzt. Ja, oder eben auch den Hasen rein, den großen Korb mit Frühlingsblühe. Es lässt sich ganz toll gestalten, diese drei Körbe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ganz liebe Grüße. Und es gibt noch viele Ostervideos. Bis zum nächsten Video. Alles Liebe von eurer Margit.